Es gibt eine Bibelstelle, die viele Leute aufregt. Und zwar steht die im Jakobusbrief. Da heißt es, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Der Glaube ist tot. Was bedeutet das? Wenn der Glaube sich nicht Ausdruck verleiht, in Taten, in Worten, wenn er nicht aktiv ist, wenn er nicht etwas bewirkt, wenn er nicht irgendwie zum Ausdruck kommt, dann stirbt er ab. Der Glaube ist in dem Sinne etwas, was benutzt werden muss, um lebendig zu bleiben. Glaube ist etwas Aktives. Weißt du, viele Leute denken, der Glaube ist so etwas wie ein Für-richtig-Halten von bestimmten Aussagen, Glaubensaussagen, wo man sagt, okay, das glaube ich. Aber das ist nicht wirklich das, was der biblische Glaube meint. Der biblische Glaube ist ein aktives in Anspruch nehmen, ein Ja sagen, ein für sich packen von diesen geistlichen Wahrheiten. Biblischer Glaube ist immer aktiv. Und deshalb sagt Jakobus, der Glaube, wenn der keine Werke hat, dann ist er in der Gefahr abzusterben. Die Bibel sagt sogar, dass der Teufel und die Dämonen glauben und sie zittern. Also der Glaube an und für sich bringt gar nichts für dich, wenn er nicht aktiv ist, wenn er nicht etwas bewirkt, wenn er nicht in deinem Leben wirklich Realität wird. Ein kleines Beispiel, was dir vielleicht hilft. Stell dir doch einfach wie einen Lichtschalter vor. Wenn du einen Lichtschalter hast, das ist der Glaube, und es ist dunkel in deinem Raum, dann musst du ihn anschalten und dann wird es hell werden. Und du kannst den Lichtschalter bewundern und davon schwärmen, was du für einen tollen Lichtschalter hast. Wenn du ihn nicht aktiv betätigst, wird es trotzdem dunkel bleiben. Du musst aktiv sein in deinem Leben, in deinem Glaubensleben. Die Bibel sagt, du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Das ist doch wirklich interessant. Glaube und Werke, dieses Aktivsein, gehören zusammen. Der Glaube wird nicht vollendet, wenn er nicht irgendwelche Formen findet, wenn er sich nicht ausdrücken kann, wenn nicht dadurch etwas geschieht. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Worte ist eine Ausdrucksform des Glaubens, Worte weiterzugeben. Ja, im Gebet, in der Anbetung, im Lobpreis und natürlich in den klassischen Werken, in denen wir Menschen helfen, ihnen dienen, was weiß ich, sie trösten und so weiter. Diese Dinge. Der Glaube muss sich Ausdruck verleihen. Im Englischen sagt man, if you don't use it, you will lose it. Wenn du es nicht gebrauchst, dann wirst du es verlieren. Wenn du es nicht aktiv nutzt, dann wird es verschwinden in deinem Leben. Und das ist tatsächlich wahr. Glaube ist also nicht etwas, was du irgendwann mal sagst, okay, ich glaube A, B, C, D, fertig. Sondern Glaube ist eine tägliche Entscheidung, täglich aktiv das zu nehmen. Und deshalb ist es unbedingt notwendig, dass du auch dein Glaubensleben nährst, indem du die Bibel liest, indem du Gemeinschaft mit Gott hast, indem du ihn anbetest und so weiter. Pass auf, dass dein Glauben nicht vom Feind einfach so weggenommen wird. Pass auf, dass dein Glaube nicht in der Gefahr steht, zu sterben, wie Jakobus sagt, einfach weil er nicht aktiv ist, weil keine Werke da sind. Sondern nutz dein Glauben, geh vorwärts und ich bin sicher, du wirst sehen, Gott hat mehr für dich.